Und mal wieder ist es soweit. Ich habe euch ein Dickschiff mitgebracht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Play World of Warships mit einem Replay von Rabbit und der Yamato, wie er weiter heißt, XXXBOO, boom, keine Ahnung, was weiß ich. Also Rabbit, vielen Dank. Ich freue mich sehr über dieses Schiff, weil einfach schon was Besonderes ist. Und was ich vielleicht vorher schon vorwegnehmen darf, er macht nicht nur einen tollen Schaden, was eh immer wieder schön zu sehen ist, sondern er hält auch 143.000 Damage selbst. Also das ist schon aller Ehren wert. Das ist nochmal ein Drittel mehr, als er jetzt überhaupt, oder fast die Hälfte mehr, als er überhaupt hat. Also von dem her können wir uns da bestimmt auf etwas freuen. So, am Anfang, ihr kennt's ja, wir schauen erstmal, was hier vorne so passiert. Und jetzt kriegt er die ersten Gegner auf und dementsprechend gehen wir in die Live-Action. Hindenburg da noch daneben geschossen. Und wie gesagt, so um die 25 Sekunden knapp. Die Nachladezeit sollte man auch immer bedenken, wenn man vielleicht gegen dieses Schiff selber fährt. Er reduziert auch gerade die Geschwindigkeit, macht schon die erste Zitadelle und das sind einfach mal 15.000 Schaden. Also das ist so fucking viel. So eine Yamato ist einfach schon ein wirkliches Schadenswunder. Jetzt ist er hier leider in Brand. Schau mal, wie er, der Schlachtschiffkapitän, das hier lösen wird. Aber weder reparieren noch heilen. Der lässt hier erstmal den Schaden runterticken. Ist auch sinnvoll, nicht sofort zu reparieren, sondern den dann zu späterem Zeitpunkt dann zu heilen einfach. So, jetzt geht er wohl auf die Izumo. Die Hindenburg will er nicht mehr. Volle Fahrt ist auch gerade voraus angelegt. Und nochmal eine Zitadelle, aber diesmal auf die Izumo. Also gefühlt kriegt jeder eine. So, jetzt könnte er dann langsam heilen. Genau, und man sieht, er heilt sich dann damit fast wieder voll, obwohl er 20.000 Hitpoints weniger hatte. Also das ist schon sinnvoll. Die Hindenburg kommt jetzt da beachtlich nahe, dafür, dass er hier eine Yamato gegen sich hat, also ja, ist mutig. Und man sieht jetzt schon da die Sekundären schießen und das auf die Distanz, das ist einfach pervers. So, jetzt brennt er wieder. Jetzt bräuchte er, dass die Hindenburg ein bisschen schräger fährt, das wäre einfach noch schön. Aber den Gefallen tut sie ihm jetzt definitiv nicht. Jetzt hat er den zweiten Brand. Die Distanz ist ideal und da muss eigentlich, da muss es jetzt scheppern. Jetzt hat er die Hindenburg in Brand gesteckt. Hindenburg dreht jetzt hier stark bei. Wird zerstört und jetzt sollte er löschen. Ja, hat er gemacht. Nachdem die Hindenburg da weg war und er wusste, okay, da kommt kein Schaden mehr, hat er sie dann gelöscht und den Torpedos auch da gut ausgewichen mit der Verlangsamung der Fahrt. Oh, schöne Treffer hier. Zwar leider keine Zitadelle, aber trotzdem alles über 10.000, finde ich, ist schon beachtenswert. Ja, Magi 20 Kilometer entfernt, aber trotzdem lediglich, in Anführungszeichen, nur 12 Sekunden Flugdauer der Geschosse. Das ist schon super. Da man sieht, fast noch zu schnell in dem Fall. Aber die Magi dreht da auch weg. Hier ist das letzte untergehende Wrack noch zu sehen. Schön die Animation mittlerweile, gefällt mir sehr, sehr gut. Aber wir wollen uns jetzt keine schon sinkenden Schiffe ansehen, sondern gucken, was er hier so reißen kann. Die Izumo da nochmal
drei Treffer. Fahrt ist aktuell dreiviertelt. Also er ist jetzt noch nicht am Anschlag von dem, was das Schiff eigentlich so kann. Hier die gegnerische Yamato. Ja, 12.000 Schaden. Das muss man erstmal machen. Und dabei auch noch die Basisverteidigung. Auch das ist natürlich ja wichtig. Von den Tickets ist der Gegner gar nicht so weit voraus in Anbetracht dessen, dass sein Team sogar drei Schiffe weniger hat. Das war der Hauptturm beschädigt und jetzt, sobald da sein Team wieder ready ist, sollte er am besten gleich wieder heilen. Und macht er jetzt auch direkt. Das vergesse ich persönlich immer ganz gern und achte da dann irgendwann nicht mehr drauf. Also, schöner Überblick. So, die Yamato bekommt da Besuch von Torpedos, deswegen dreht sie da weg. Und er schafft auch leider nur eine Granate hier ins Ziel zu bringen. Jetzt haben die Hecktürme noch so weit mitgedreht, dass er wieder nochmal eine Salve schießen konnte. Und ja, das war doch für einen Treffer dann wiederum ein vernünftiger Schaden. Die Izumo hat es da wirklich auf ihn abgesehen und die hält die ganze Zeit auf ihn hier drauf. Und eine schöne Zitadelle wäre mal wieder wünschenswert. Sowohl für ihn als auch für uns. Jetzt schauen wir mal, was die gegnerische Yamato noch so ab kann. Der Schuss könnte nämlich ganz gut eigentlich kommen. Ah, hatte ich gefühlt so ein bisschen besser erwartet. Und der Gegner müsste langsam mal dezimiert werden. Fast 10 Minuten rum und erst ein gegnerisches Schiff gefallen. So, kann gleich wahrscheinlich wieder reparieren oder heilen. Macht er auch direkt. Und da heilt man sich mit der Yamato schon wieder sehr gesund. Also das ist schon sehr beachtlich, was man da wieder zurückbekommt. Shimakaze nicht zu unterschätzen mit den 20 Kilometer Torpedos und der unglaublich großen Zahl davon. Also das ist was, die will man nicht unbedingt alle auf den Meeren treffen. Da wieder die Sekundären, die da schießen. Da die Dimidonskoi, die da jetzt immer näher kommt, ist jetzt noch hinter der Insel, aber das könnte natürlich gleich ein Ziel sein, was sehr schön sein wird. Oder auch die New Orleans wäre eigentlich ein tolles Ziel. Auch die Distanz, also alles so um die 10 Kilometer, ist für einen Schlachter wahnsinnig toll. Jetzt verliert der Gegner auch endlich mal seine Schiffe. Wurde jetzt auch Zeit. So, was ist da mit der New Orleans? Das ist ja eine tolle Distanz. Ne, nicht auf die Shima. Alter, da... die New Orleans. Ja, okay. Oder er... das war ein guter Move. Okay, ich nehme alles zurück. Er hat mit den ersten beiden Kanonen die Shima weggemacht und schießt es mit den zweiten noch da auf die New Orleans. Leider jetzt nicht so zwingend, wie es hätte sein können. Aber ein guter Move. Und jetzt hat er ja gleich noch. Die New Orleans hat ja keine Torpedos, deswegen hat man da jetzt keine Eile. Und hier... Zitadelle in Brand gesteckt. Alles, was halt so möglich ist, hat er da klar gemacht. Und jetzt brennt er wieder.
Da ist die noch eine Moskwa. Brand hat er jetzt dann doch repariert. Heilen hat er noch einmal gut. Das spart er sich wohl noch ein bisschen auf. Und jetzt ist er offen. Und davor eben genau kommt die Dimitri Donskoi. Und das ist jetzt... Und da auch noch eine Amagi, aber... Alles gefühlt schön, vielleicht schon alles zu gut. Hat nicht der wirklich auf die Donskoi gut geaimt. Hier den Brand gesteckt durch die Sekundären. Der Treffer, der aber leider keinen Durchschlag bedeutet hat. Und die Donskoi, die haut jetzt natürlich ab, weil die ist natürlich auch nicht ganz doof. Die weiß natürlich, eine zu kleine Distanz ist so gut wie gleichbedeutend mit einem One-Shot. Jetzt hat er einen getroffen, aber eben nicht so zwingend wie notwendig. Die heilt sich jetzt auch dementsprechend gerade etwas voll, beziehungsweise zumindest so voll, wie halt möglich ist. Ja, North Carolina, natürlich 20 Kilometer weg, aber mit den Hitpoints ein sehr schönes Ziel. Da braucht jetzt gerade nur noch einer treffen, dann macht er die weg, aber ich glaube, die brennt davor schon weg. Ja. Aber lieber mal auch sowas machen, weil jede Kanone weniger auf den Weltmeeren ist einfach sinnig. So, jetzt brauchen wir mal wieder einen schönen Treffer. Wir wollen jetzt hier mal wieder den Damage hochsteigen sehen und dafür kommt jetzt doch die Izumo gerade gelegen. 100 Tickets lediglich noch. Ja, 11.000, das ist doch fein. So soll's sein. Und jetzt immer schöner die Distanz. Und hier leider nicht den Damage, den wir erhofften. Aber über die Runde hinweg hat er eh schon sehr viel gesammelt. Man muss sagen, da war er sehr, sehr fleißig. Und jetzt dreht die Izumo auch ideal bei. Das sollte ihm auf jeden Fall vielleicht jetzt hier noch die Möglichkeit geben, die zu versenken. Ja! Macht die Zitadelle und holt das Schiff weg. Und die Tickets sind aber schon so gut wie weg. Vielleicht sehen wir noch einen Treffer. Ansonsten, ich verabschiede mich schon mal. Schön, dass ihr dabei wart bei dieser 183.000 Damage-Runde und 143.000 eingesteckt. Also, war mir ein Fest. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.